Guten Morgen, ich dachte mir, ich nehme euch heute mit, denn ich habe einen Tattoo-Termin und ich freue mich so. Also ich habe schon zwei Tattoos, aber das dritte kommt und ich freue mich so drauf. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, weil das ist, ha, ich glaube, das wird richtig schön. Also so stelle ich mir das auf alle Fälle vor. Ja. Und ich muss halt erst arbeiten und dann gehe ich reiten. Ich weiß noch nicht, was ich mit Cisco mache. Ich denke mal ein bisschen Dressur üben, vielleicht im Gelände. Dressurreiten im Gelände ist ja auch nicht schlecht. Nein, aber es bringt da mehr Spaß irgendwie. Ja. Und dann mal schauen, was heute so ansteht. Oh, ich gucke jetzt mal, ob ich nenne. Das ist. Ach, oh. Das ist voll blöd, die Prüfung. Ich kann bei dem einen Turnier so viel reiten, aber es ist mein erstes Draußenturnier. Also ich habe jetzt nächstes Wochenende, oh, schon nächstes Wochenende, ein Geländeturnier. Und das ist halt draußen, aber das ist ja was ganz anderes als springen. Und deswegen weiß ich halt nicht, wie viel ich nennen soll. Und ja. Das ist dann auch noch an verschiedenen Tagen. Ich wollte unbedingt, eigentlich, ich bin mehr Stilreiter und es gab so ein M-Stil Zeit und Weg. Das klang ganz cool, weil das kann ich. Ich reite nicht langsam, aber ich reite auch nicht, also ich kürze nicht extrem ab und reite nicht schnell. Und ja, ich sterbe trotzdem auch nicht vor Schönheit. Deswegen, das wäre, glaube ich, voll mein Ding. Aber das ist halt voll an einem anderen Tag. Ich hätte gern halt einen L-Spring vorweg. Ja, das ist voll blöd. Weil der Platz ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber auch nicht groß, soweit ich mich erinnere. Ich glaube, ich fand den relativ klein. Also Cisco hat sich da ganz gut benommen. So, ich muss jetzt zur Arbeit. Wir sehen uns dann später wieder. Und dann zeige ich euch mal meine neuen Steigbügel. Die sind roségold. Die sind richtig schön. Die sind halt für einen Dressursattel. Ja, und dann werde ich später nennen und all sowas machen. So, ich musste noch ganz schnell meine Schwester zum Bus bringen. Ja, weil das nicht so geklappt hat, wie es sollte. Jetzt komme ich zu spät zur Arbeit. Aber gut, ich glaube auch gar nicht so viel zu spät, wenn ich jetzt so ein bisschen. Ich beeile. Ja. So, ich bin schon wieder zu Hause. Bin auch ordentlich kaputt und ich weiß noch nicht, wann ich das reite. Aber ich denke, erstmal wollte ich noch ein bisschen Kram erledigen und dann werde ich das machen. Also erstmal Turniere nennen und sowas, bevor die alle zu sind. Was total nervig immer ist, wenn die sofort zu sind. Weil ja meistens eine begrenzte Nennzahl angegeben ist. Ja. Nennzahl. Eine begrenzte begrenzte Startplätze, meine ich, haben wir es dann auch mal. Ja. Und da hatte ich letztes Jahr ein paar Turniere, wo ich dann nicht mitreiten konnte, weil ich das zu spät gesehen habe und so. Ja. Das möchte ich nicht, dass mir dieses Jahr das wieder passiert. Guck mal, meine neuen Steigbügel und Sporen, passend natürlich, weil ich mir so dachte, warum nicht? Die kamen sogar beide mit so einer Tasche. Hier ist der andere drinne. Und zwar ist es von dieser Firma. Die kommt nicht aus Deutschland. Ich weiß gerade nicht genau, woher die kommt. Und süß, es gab einfach auch so einen süßen Brief dazu. Und ich kann euch nochmal zeigen. Da. Ja. Auf alle Fälle. Die sind so schön. Also ich hoffe, dass die draußen nicht allzu kupferfarben wirken, aber so sieht das ganz gut aus. Und allzu schwer sind sie auch nicht. Also sie sind schwerer als meine Gin Stirrups, aber die haben nicht so eine schöne Farbe. Die Gin Stirrups. Weil das hier, also Roségold ist heftig. Ich liebe alles, was in Roségold ist, deswegen passt das. Für die, die es interessiert, ich habe auch bei Designio bestellt. Leider kam, hier unten steht da, ein Bilderrahmen. Also das Glas war kaputt, aber es war überhaupt kein Problem. Die schicken mir jetzt einfach ein neues. Ja, hoffentlich kommt das dann heil an. Aber sonst, die Qualität ist echt gut. Ich habe auch hier oben
Also es ist ein bisschen unordentlich, weil der gehört eigentlich hier oben noch ran und das gehört auch alles nicht hin. Und zwar den habe ich auch noch bestellt mit dem Bild drin. Der hat leider auch noch keinen Blumentopf. Und hier die Wand bin ich gerade am machen, aber also es war so ein Wandkleber. Reichte leider nicht mehr. So, ich habe mich umgezogen, wie man sieht. Die Sonne ist jetzt auch rausgekommen. Ja, ich werde jetzt meine Steigbügel anbauen und dann Cisco eine Runde dazu reiten. Vielleicht vorher ein bisschen ausreiten. Je nachdem, wie viel Zeit noch über ist. Hi, Bube. Wieder fertig mit Reiten und wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, waren wir auf dem Stoppelfeld ein bisschen ausreiten am Anfang und so und dann haben Cisco und ich noch zu Hause Dressur geritten und ja, jetzt werde ich mich fertig machen und dann geht's in die Stadt und dann wird noch ein Eis gegessen und mal nach Deko geguckt, weil ich ja zurzeit mein Zimmer so ein bisschen verändere und danach geht's zum Tattoo-Studio. Bin irgendwie gar nicht nervös dieses Mal. Also überhaupt nicht. Ich realisiere das gerade noch gar nicht. Ja. Ich habe mich fertig gemacht, sieht man da auch noch. Ja. Und jetzt geht's los. Irgendwie kommt das Licht und die Töne gerade gar nicht so rüber. Komisch. Naja, auf geht's. Nee? Nee? Guck mal, wie fein das ist. Das ist wie die Klimmen, die nur der Schwimmel ist. Der kann den nicht mehr anschauen. By the way, ich habe mir auch dieses Buch hier gekauft. Eigentlich hasse ich Lesen, aber hier konnte ich einfach nicht Nein sagen. Ich mag sie super gerne und ja, ich finde sowieso die Aufmachung vom Buch und wie es einfach komplett gestaltet ist, ist richtig schön hoch. Ja, bin super gespannt, was da alles so drin steht. Ich bin schon wieder zu Hause und es ist auch schon spät. Ich will eigentlich nur noch schlafen, aber ich habe gerade die Folie abgenommen und dachte mir, ich zeige euch das nochmal, wenn man das sehen kann. Also es ist wirklich super fein gestochen und ich liebe das. Ich meine, das ist so schön geworden und es tat auch echt nicht weh. Also ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Sie meinte auch, dass es doch weh tut, aber ich fand, das ging eigentlich. Das ist halt, wenn man sich mit einer eigenen Nadel piekst, ne? Ja, ich bin super glücklich und werde jetzt schlafen gehen. Gute Nacht!